Sie haben die Ansprache von Frau Lambrecht gerade eben ja auch mit angehört. Hat Sie das Auftreten der Ministerin denn überzeugt? Im Grunde hat sie ja die Verantwortung jetzt verteilt und spricht da von Abstimmungsproblemen zwischen der Bundeswehr, der Industrie und ihrem Ministerium. Naja, das sind bedauerlicherweise politische Floskeln, die vergessen machen sollen, dass Frau Lambrecht sehr schnell für diese riesige Aufregung gesorgt hat, anstatt hinter den Kulissen die Dinge zu klären und im Übrigen vorher auch schon sowohl die Bundeswehr als auch die Industrie darauf vorzubereiten, dass dieses in der Tat komplexe Waffensystem, General Carter hat es nochmal gerade eben skizziert, zum 1. Januar einsatzfähig gewesen wäre. Das haben wir der NATO zugesagt und das haben wir jetzt nicht eingehalten. Das muss man nach wie vor ganz nüchtern festhalten und auch heute wird noch von Hausaufgaben gesprochen. Das sind alles verspätete Hausaufgaben, die hätten längst erledigt werden müssen. Und das liegt schon auch in Ihrer Verantwortung. Das hätte die Ministerin zusammen mit der Truppe, aber auch mit der Industrie vorher erledigen müssen. Was hat sie gemacht? Sie hat sofort eine schnelle Schuldzuweisung komplett in Richtung Industrie abgegeben. Und sie hat sogar das Waffensystem Puma, das ja in der Tat komplex ist. General Carter hat es gerade eben geschildert. Es besteht nicht nur aus dem Schützenpanzer, sondern auch aus infanteristischen Kämpfern, Soldatinnen und Soldaten, die abgesessen, aber auch digital vernetzt mit dem Schützenpanzer gemeinsam auf dem Gefechtsfeld agieren sollen. Sie hat dieses gesamte Waffensystem in Frage gestellt. Und das muss ich sagen, wenn man das heute hört, man steht überzeugt hinter dem Waffensystem. Man will es, man will dieses modernste System zum Erfolg bringen. Dann muss ich sagen, ist dieses Infragestellen im Nachhinein völlig unverantwortlich gewesen. Zeigt einmal mehr, dass Frau Lambrecht an der Stelle doch überfordert ist. Glauben Sie denn, dass dieser Termin und dieser gemeinsame Auftritt heute für einen Neustart stehen? Denn das Verhältnis zwischen der Verteidigungsministerin und der Industrie ist ja bereits seit Sommer angespannt und schwierig. Die Industrie fühlt sich eben missverstanden und hat sich auch nicht an den Tisch eingeladen gefühlt von der Ministerin. Glauben Sie, dass da jetzt ein Neustart gelingen kann? Oder glauben Sie, es wird Folgen geben, dass immer so ein Beigeschmack oder ein schlechtes Verhältnis da im Raum stehen bleibt? Na, ich glaube, es kann ein Neustart für das Waffensystem Puma in seiner Komplexität sein. Und ich glaube, das sollte miteinander genutzt werden. Wir alle wissen von der Bundeswehr, wenn wir neue Waffensysteme einführen, und da haben alle, die gedient haben, auch entsprechende Erfahrung, dass es in der Einführungsphase immer Probleme gibt und dass sich alles einspielen muss in der Zusammenarbeit mit der Industrie, in der Zusammenarbeit mit Instandsetzung und Logistik. Und natürlich auch in der Nutzungsfähigkeit und Technik, die die Soldatinnen und Soldaten erstmal zu lernen haben. Also ich glaube, das ist jetzt für das Waffensystem eine neue Chance, die sollte genutzt werden. Ich glaube, die Bundeswehr, das Heer, ist dringend auf dieses Waffensystem angewiesen, im Übrigen die NATO auch. Wir melden ja diese schnelle Eingreiftruppe nicht aus Spaß an der Freude, sondern deswegen, weil es eine akute Bedrohungslage im Osten gibt. Die NATO hat im letzten Jahr erstmalig festgestellt, dass mit einem Angriff gegen einen NATO-Staat prinzipiell zu rechnen ist. Und diese Waffensysteme sollen zur Verfügung stehen, um unter anderem das Baltikum verteidigen zu können. Das heißt, dieser Neustart ist dringend erforderlich. Ob es für Frau Lambrecht nochmal einen Neustart geben kann, da habe ich sehr große Zweifel. Aber die Frage muss am Ende der Bundeskanzler beantworten, ob das eine Person ist, die die Aufgabe der Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt noch glaubwürdig ausüben kann. Also ich höre daraus, dass Sie der Meinung sind, dass Frau Lambrecht als Ministerin zumindest in diesem Ressort nicht mehr tragbar ist. Ja, das ist mein Resümee, auch nicht erst seit dieser Angelegenheit oder seit dem Silvestervideo gewesen. Der Bundeshaushalt ist insofern schon für die Bundeswehr prekär, als der Einzelplan 14 nicht angewachsen ist. Wir haben zwar die 100 Milliarden sogenanntes Sondervermögen für die Bundeswehr zur Verfügung, aber die Ministerin hat es nicht politisch erreichen können, dass der Einzelplan 14 für die Bundeswehr hat anwachsen können. Im Gegenteil, einige Tage danach hat sie den Bundesfinanzminister dann angeschrieben und gebeten, mehr Mittel zu bekommen, was natürlich nicht möglich war.
Schon allein diese Vorgehensweise, die schlechte Implementierung und Umsetzung des Sondervermögens in die Bundeswehr, all diese Dinge zeigen, dass dieses Ressort für Sie eine Überforderung ist. Es zeigt sich eben, dass es doch ein Fehler war des Bundeskanzlers, eine Person auszuwählen, die zwar politische Verantwortung hat, aber keinerlei sicherheitspolitischen Hintergrund, die Bundeswehr überhaupt nicht kennt und auch in der internationalen Politik bisher nicht bewandert gewesen ist. Und ich glaube, gerade in dieser schwierigen internationalen Situation, in Kriegszeiten in Europa, können wir uns eine solche Schwachstelle im Kabinett nicht erlauben. Sagt der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Herr Wadepohl. Vielen Dank. Gerne. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.